So, Davy, schön, dass du hier bist. Ich habe da mal eine Frage. Schorndorf oder Stuttgart? Schorndorf. Schorndorf oder Berlin? Berlin. Baden-Württemberg oder Berlin? Schwierig. Ich würde sagen, ja, Baden-Württemberg ist zwar Heimat, aber ja, die neue Heimat von meiner Frau und mir ist Berlin, deswegen Berlin. Äthiopien oder Tschechien? Ja, gut. Das habt ihr euch angeschaut. Kann ich nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten, geht nicht, weil sonst habe ich zu Hause Riesenkrach. Geht echt nicht, gar nicht. Lieber Riesenkrach zu Hause oder Riesenkrach mit Hertha TV? Beides witzig, macht beides Spaß. Eher Krach mit euch. Okay. RB oder Bremen? Bremen. Bremen oder Hertha? Hertha. Sehr gut. U19 Europameister 2014 oder U21 Europameister 2017? U19 Europameister 2014. Warum? Ja, weil es ein Durchbruch für mich war bei Werder Bremen und für mich auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Deswegen will ich das Turnier nehmen. Aber beides besonders auf jeden Fall. Torschützenkönig in der Bundesliga oder Champions League Teilnahme mit Hertha? Champions League Teilnahme mit Hertha. Hattrick und Unentschieden oder Vorlage und Sieg? kommt auf die Tabellensituation an, aber Stürmer will man eigentlich immer treffen. Aber komm, wir nehmen mal die Vorlage und den Sieg. Kopfballtor oder Tor durch Seitfallzieher? Ja, realistisch, Kopfballtor. Seitfallzieher würde ich wahrscheinlich den Rücken brechen. Benzema oder Lewandowski? Lewandowski. Klose oder Ronaldo? Echte Ronaldo? Ronaldo. Pantelic oder Voronin? Boah, scheiße. Ich wollte nicht Boah sagen. Pantelic. Fotoshooting mit JP oder Videodreh mit Hertha TV? Hertha TV natürlich. Oh. Ganz klare Antwort. Nach dem Spiel, Interviewmarathon oder Fotos mit den Fans? Fotos mit den Fans. Bösewicht oder Superheld? Bösewicht. Welcher Bösewicht wärst du so? Boah, ey. Schon wieder. Welcher Bösewicht wäre ich denn? Fällt keiner ein. Joker zum Beispiel? Joker, ja. Okay. Ski oder Snowboard? Keins von beiden. War noch nie Skifahren. Noch nie? Noch nie. Surfen? Auch noch nicht, aber wahrscheinlich würde ich eher surfen als Snowboard fahren. Hast du einiges zu tun, glaube ich. Nummer 7 oder Nummer 9? 9. Heim- oder Auswärtstrikot? Heim. Was sagst du zum roten Trikot? Ich finde das blaue eventuell dann besser. Rot ist auch gut, aber vom Ranking her finde ich Heim sehr stark. Und danach würde ich auswärts, wenn ich eins auswählen müsste, würde ich blau nehmen. Was ist dein Lieblingstrikot, was du jemals bei Hertha getragen hast? Das dunkelblaue mit der goldenen, mit der weißen Nummer und gold umrandet, das fand ich sehr stark. Nach der Karriere, Trainer oder Manager? Trainer. Was wärst du so für ein Trainer? So ein Felix Magath oder eher so ein Kumpeltyp? Ich glaube, ich wäre eine Mischung aus beiden, aber eher Kumpeltyp. Stiefel oder Sneaker? Sneaker. Fear of God oder Balenciaga? Finde ich beides nice. Ich würde mich wahrscheinlich entscheiden für Fear of God. Aktuell. G-Klasse oder Sportwagen? G-Klasse. Sportwagen ist nicht gut für meinen Rücken. Jogger oder Anzug? Jogger. Hund oder Katze? Hund. Du hast eine Superkraft. Unsichtbar sein oder fliegen? Wahrscheinlich Unsichtbarkeit nehmen.
Was würdest du als erstes machen, wenn du unsichtbar sein kannst? Sehr gute Frage. Ich würde einfach nur lauschen, glaube ich, irgendwo in der Stadt. Wo wir schon mal beim Thema Stadt sind, hast du hier in der Stadt schon mal einen Döner gegessen? Ja, mehrere. Kräuter oder scharf? Scharf. Danke dir. Das war's. Sehr gerne.